Dane Walker. Die brüllende Seele des Sturms nennt man ihn. Sein einziger Sinn und Zweck ist das Herbeirufen von Wind. Anders als beispielsweise der vielfach gehörnte Ayunor ist der Orkiosil kein Meister der Orkane. Er ist nur ein niederer Dämon, aber seine Fähigkeiten sind auf vielfältige Weise nützlich. Auf See kann er Wind in die Segel blasen, in einem Gang seine Gegner durch aufkommenden Sturm aufhalten und selbst wenn du nur eine leichte Brise willst, um dich an einem heißen Tag zu erfrischen, dann ist der Orkiosil der richtige Dämon für dich. Doch hüte dich vor ihm. So harmlos wie er wirkt, ist er nicht. In den ersten Tagen magst du ihn noch auf deine Hand nehmen können und überall hin dort stellen, wo es dir liebt. Aber er wächst nach einiger Zeit und er kann ausgewachsen sogar einen Hund verschlingen. Wenn man sich ihm nähert und er einen Hunger verspürt, wird er versuchen, ein Opfer einzusaugen. Dazu benutzt er seine Zunge und seinen Atem. Selbst ein Mensch ist dann nicht mehr sicher vor ihm. Mit einem Mal roch ich den Schwefel, der rauch ich geradezu verbrannt stank. Die Luft um die Ritter flimmerte und dann glühte es um uns herum. Es kam mir so vor, als würde die Luft brennen. In Rauch und Feuer gehüllt stand ein dämonisches Abbild der Elemente vor mir, die die Druiden zuvor zu unserer Hilfe gerufen hatten. Der Dämon brannte heißer als jedes Feuer und selbst die Elementare zauderten. Todesmutig gab ein Ritter Weidens den Befehl zum Angriff und mit der Lanze voran donnerte er mit seinem Pferd dem molchartigen Flammendämon entgegen. Ich hörte nur das schrille Wiehern seines treuen Gauls, dann benebelte mich der heiße Gestank nach verbranntem Fleisch. Doch auch ohne zu sehen, was genau geschah, spürte ich die unbändige Präsenz des Wesens, die dem Ritter einen schnellen Tod bereitet hatte und nun von mir Besitz ergreifen wollte. Er verschwendete nur einen Gedanken an mich, wie ich an dem heißesten verbrennen und als menschliche Fackel seine Hitze verstärken könnte. Als die ihn umzüngelnden Flammen einer Peitsche gleich nach mir griffen und meine Haare ansenkten, erwartete ich bereits mein Ende. Genauso schnell wie er mich verbrennen wollte, ließ er jedoch wieder von mir ab und wandte sich mit seinen weißglühenden Hörnern voran einer Gruppe Ritter um einen Priester der Rondra zu, der ihn mit donnernder Stimme forderte. Ich nutzte dies, um mich der gewaltigen dämonischen Flammenmacht zu entziehen. So steht ihr auf den Überresten der Wurzelkaiserin, gebannt in die Niederhölle, bricht sie, ihr auf dem Rücken stehend, vor euch zusammen und haucht ihr letztes Leben aus. Die Beinchen knacken vernehmlich und ihr steht an dem ewigen Strand, der sich vor euch zieht. Serpentinio atmet schwer und stützt sich auf seinen schwarzen Zauberstab, sieht die anderen entsetzt an. Denkt ihr nicht, dass es ein bisschen zu knapp war? Oh, uiuiui, uiuiui, das, oh, ouch. Ah, ja, das war wirklich knapp. Ja, aber wenn man bedenkt, wir hätten da drin sein können. Wir hätten vielleicht über eine Ausstiegsstrategie nachdenken sollen, bevor wir es umgebracht haben. Oh. Ja. Es war knapp, aber wir haben es alle geschafft. Und wir haben unsere einzige Niederlage vor den Efforts-Tränen vergolten. Ha! Ja, ich ist nicht mehr. Eieiei, sagt Serpentilio, habt ihr vielleicht einen Heiltrank oder so etwas? Ich könnte jetzt cool etwas... Ja, sicher doch. Rafim, dürfte ich einmal? Sagt er, als er einem Kasten rumfriemelt, den Rafim auf dem Rücken mit sich rumträgt. Ja, ja, bedient euch. Ich schlage vor, dass ihr ihn entdeckt und direkt an den Mund setzt, damit ihr möglichst wenig Unwasser hineinbekommt, ja? Natürlich. Ja, so würde ich das dann auch handhaben. Wie viel gibt der? Donnerhandrank, die 3W6 plus 6. 3W6 plus 6, okay. Das sind insgesamt 6 plus 6 sind 12. Alles klar. Und eine Wunde schließt sich, oder? Ja. Wunderbar. Ja, ich hatte eine am Bein. Gut.
Nun willst du noch aus diesen abscheulichen Liederhöhlen zu entkommen, nicht wahr? Hoffen wir einmal, dass unsere Mitnahmegelegenheit noch dort ist, wo wir sie gelassen haben. Ja, und ihr seht euch in der Lage, den Weg zurückzufinden. Weil ich habe keine Ahnung, wo das war. Was ist mit Aviander? Wir können sie doch hier nicht zurücklassen. Wie ich euch bereits informiert habe, Diamantes, handelt es sich hierbei vermutlich nicht um eure Avianda, sondern um eine Falle. Ein Trugbild, das euch in seine Fänge locken will. Aber wir haben Lass uns nicht wenigstens versucht. Nachsehen. Die Ache ist in sich zusammengebrochen. Seht dort drüben. Dort war sie doch, oder? Das ist richtig. Ich habe versucht, ihr die Möglichkeit zu geben, hier unten Luft zu schnappen. Vielleicht hat es etwas gebracht. Oh, das wäre so schön. Finden wir doch erst einmal einen Weg hier runter. Es schien, als hätte Boltax ihr kurz Linderung verschaffen können. Wenn sie noch da sein sollte, könnt ihr nicht herausfinden, was es ist? Indem ihr es auf magische Weise betrachtet? Nun, ich bin mir sicher, wenn ihr fragt, kann der Kapitän eine Analyse der Situation vornehmen, auch wenn ich die Ziffer für eine Kraft halte. Aber lasst euch von mir nicht aufhalten. Haben wir die Zeit dafür, ist eher die Frage. So eine Analyse dauert doch, oder, Abelmir? Nun ja, eine kurzfristige Analyse ist vielleicht möglich, aber ich bin mir nicht sicher, was hierbei herauskommen soll. Wir befinden uns in einer hochmagischen Umgebung. Nun, wenn wir betrachten, dass aus dem diesjährigen Teil, so seltsam das auch klingt, der Dämonenarche ihrer Bewohner jetzt nicht herauskriechen, sagt Serpentino, während er mit einer zitternden Hand über die weite Ebene deutet. Scheint sonst nicht Ziel zu sein, das euch stören könnte, Kapitän. Nun, ich bin mir nicht sicher, aber schauen wir einmal nach, was nun ja dieses Konstrukt wirklich ist. Ich glaube auch nicht, dass hier es neu ist, aber schauen wir einmal. Ich denke nicht, dass Zeit und Raum hier wirklich eine Rolle spielen. Hier ist nicht unten oder draußen. Der Weg zurück ist nicht kurz oder lang. Aber ob wir hier wieder hinausfinden, denke ich. Tempus fugit, Zulamin. So ist das eherne Gesetz des Satinaf. Und ihm kann sich keine Sphäre entziehen. In der Tat. Außerdem haben wir doch Ankerpunkte gesehen. Nun, also bestehen schon gewisse Rückbezüge in, nun ja, unsere Sphäre. Die Tatsache, dass diese Dämonenarche so nah an unserem Antlitzpunkt war, deutet darauf hin, dass es eine Korrespondenz zwischen unserem Aufenthaltsort in dieser und der nächsten Sphäre gibt. Nun, wir wissen aber nicht, ob es korreliert oder einer Kausalität zugrunde liegt. Und habt ihr diese dicke Kröte gesehen, die kurzzeitig aufgetaucht und uns empört angeschaut hat? Der Eichenkapitän, er hat uns auf jeden Fall gesehen. Ja, was soll er machen? Herbeikommen? Ich denke nicht. Außerdem ist das Herz doch vernichtet. Ich freue mich, dass er uns gesehen hat. Er konnte uns ins Gesicht schauen und hat gesehen, dass wir es waren, der seine Eiche gelachtet hat. Und was bringt uns das? Ja, ich befürchte auch, dass wir gerade größere Sorgen haben. Wenn ihr jetzt nach den Überresten von eventuell Aviander suchen wollt, würde ich euch raten, euch zu beeilen. Ihr könnt den chitinartigen Rücken der Wurzelkaiserin hinunterrutschen. Immer aufpassen, dass ihr euch keine Holzsplitter in die Haut reinreißt, die dann von diesem chitinartigen Körper abzweigen und euch daran erinnern, dass es sich dabei nicht um einen echten Käfer handelt, selbst hier in den Niederhöllen nicht. Wenn ihr dann unten auf dem Strand aufschlagt, der wieder fleischig und mit Wellen nachgibt, könnt ihr nicht nur die dämonischen Ketten erkennen oder auch die Seile und die Taue, die hier immer noch träge umher schweben, sondern auch noch den Körper von Aviander, der nicht ganz begraben ist, irgendwo neben dem Bauch der Wurzelkaiserin liegt und dort immer noch träge umher schwimmt. Ihre Haare schweben so ein bisschen leicht versetzt neben ihr im Unwasser. Dort drüben ist sie. Wie es scheint, ist sie begraben unter einem dieser Beine. Ja, ich versuch mal, ob ich sie frei bekomme. Seid vorsichtig. Ich wandere währenddessen weg, um mit Käfern zu spielen. Ich bleib bei Rafim, ne? Ist vielleicht besser. Vor allem, weil ich nicht in der Nähe sein will, wenn was auch immer hier gerade angefasst wird, explodiert. Kapitän, ihr tragt doch sonst immer ein Anstecktuch mit euch. Könnte ich das haben? Nun gut, wenn das sein muss. Hier, aber gib's mir zurück, sauber.
Ja, dann kannst du sehen, wie Diamantis sein Ohr, was er noch die ganze Zeit in der Faust umschlungen hat, in dieses Tuch packt und es zusammenfaltet, sich dann in die Tasche steckt. Das ist ja widerlich. Soll ich es die ganze Zeit mit mir herumtragen? Ihr sollt es wegwerfen. Das ist mein Ohr. Vielleicht ist das noch zu retten. Es war euer Ohr. Es ist nicht mehr mal euer Körper. Ihr könnt ein neues von Trach haben, wenn wir hier fertig sind. Ja, während Raffi ihm versucht, das hölzerne Bein wegzuziehen und Aviander so ein bisschen dann rauszuziehen, wenn sie doch immer in ihrer dämonischen Pein herumhängt, sich an den Hals greift und versucht, verzweifelt zu atmen, könnt ihr auch wieder spüren, wie eine weitere Welle vom Strand auf euch zurollt, eine Welle aus Verzweiflung, aus Trauer, aus Wut, aus Hass und aus Rache, die über euch kommt. Also es ist nun Abelmir. Könnt ihr feststellen, ob es ein Trugbild ist? Nun ja, ich könnte. Sicherlich erwartet einen Moment. Ich würde mal näher rangehen und dann probieren, erst meinen grundlegenden Udem Arcanum zu wirken. Schafft mir mit Zeit. Ja, der Odem gelingt dir wie von selbst. Wenn du die Matrix aufziehst und die Fäden in die richtige Reihenfolge drängst, kannst du erkennen, dass dort nicht ganz so etwas wie eine Illusion, aber schon Ähnlichkeiten aufweist. Es sind zumindest keine Seelenaspekte, die dir hier auffallen, oder die Güte von Aviander selbst, kein nichts Göttliches, was gerade in diesem Ding vor dir steckt. Du siehst Schaden und Unwasser. Raffin, vielleicht sollte ich ein wenig zurücktreten. Das ist eine Illusion. Das ist nicht Aviander, wie ich vermutet hatte. Ja, wie ihr möchtet. Mit diesen Worten lässt er das Holzstück, das er gerade noch hochhält, einfach wieder fallen. Sind wir dann jetzt hier fertig? Ja. Vielen Dank, Abelmir. Ihr seht Serpentilio 50 Meter weiter sitzen und im Sand wühlen. Verdammte Arche, selbst in ihrem Tod verhöhnt sie uns noch, zeigt uns das, was sie genommen hat und gibt uns die Illusion, als könnten wir es wieder haben. Wenn ihr Serpentilio betrachtet, wie er dort mit irgendwelchen Schnecken oder so etwas herumspielt, könnt ihr auch erkennen, wie dort eine weitere Person vom Strand, von der gewaltigen Stadt aus, in eure Richtung geht. Ein alter Mann mit einem weißen Bart und einem Dreizack ist es nicht ganz, aber ein silberner Stab. Oh, das ist nicht gut. Oh, seht ihr das auch? Serpentilio! Ja, einen Moment, ich habe doch fast... hier bist du, na, wusste ich doch, dass du nicht fortkommst. Jetzt hört auf damit, Sandburgen zu bauen und kommt zurück, da ist jemand. Ja, sichere doch. Er klopft sich in den Sand von den Knien und betrachtet den Neuankömmling. Darf ich auf Magiekunde Dämonologie proben? Du darfst. Du kennst diesen Meter, Dämon auch. Ja, mein Meta-Wissen hat da schon etwas ausgespuckt. 19 Punkte. 18 Punkte, 19 Erschwernis. Ja, du weißt, dass dieser Dämon in der dritten Sphäre, in eurer Sphäre, eine andere Gestalt wählt. Aber hier kann er sein, wer er will. Und so passt er sich euch an. Du weißt, dass es der Truchsess von Charybdoroth ist. Ihr Verhandlungsdiplomat. Elü Melü Senias. Ah, verdammt. Salamin als Serpentilio entgegen, dass er nicht alleine da so weit weg steht. Ich schlage vor, ihr haltet euch von dem dort fern. Oder seid höflich zu ihm, eins von beidem. Aber auf keinen Fall. Nehmt etwas an, was er euch anbietet. Ich glaube, er hat nicht vor, sich von uns fernzuhalten. Er kommt direkt auf uns zu. Denke auch nicht. Ja, und ich befürchte, hier ist er deutlich schneller als wir. Das ist ein Dämon, oder? Ist es, ein Dreigehörnter. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken. Er sieht nicht aus, als wollte er uns angreifen. Was also will er? Will vermutlich reden. Und seinen faulen Handel aufdrehen. Achtet auf den Stab, er ist gefährlich. Was tut er? Ich bin mir nicht sicher, aber er funktioniert in etwa wie unserer. Nur vollständig anders. Aber die Effekte sind ähnlich. Soll ich das Wasser hier verdrängen? Nein, das wird euch nicht helfen.
Ja, der Stab in seiner Hand besteht aus Krakensilber und ein Seelenfeuer brennt da irgendwo auf der oberen Kuppe seiner Stabes. Einige Tentakel und Dornen winden sich um ihn herum. Und während er auf euch mit seinen weißen Haaren auf euch zubewegt, verbeugt er sich gespielt vor euch. Meine Freunde, seid willkommen an dem ewigen Strand und der Stadt Ktonor. Seid gegrüßt. Welche Botschaft bringt ihr von eurer Herrin? Ein Friedensangebot. Ihr dürft hier wandeln und ihr dürft sie auch wieder verlassen. Wie können wir euch weiterhelfen? Ihr seid auf der Jagd, korrekt? Aber nicht nach der Wurzelkaiserin oder den anderen Archen, die sich dort hinten nähern. Ihr seid auf der Jagd nach etwas viel Größerem. Das ist richtig. Und wir hörten aus der Stadt in der Tiefe, dass eure Herrin auch ein Interesse daran hat, dass es, nun sagen wir, erlegt wird. Korrekt. Und während er das spricht, könnt ihr auch spüren, wie sich diese Welle vom Strand, von der Stadt aus wieder zurückzieht und abebbt. Die Trauer, Wut, Verzweiflung und Rache verschwinden wieder aus euren Herzen, aus eurem Gelüst. Und ihr seid wieder allein mit euren Gefühlen und dem Verhandlungspartner. Er hat sie betrogen. Er hat die Herrin betrogen. Und das darf nicht geschehen. Er muss bestraft werden. Und ihr habt schon einmal einen Abkömmling vernichtet. Zwar mit der Hilfe des Neraven, aber vernichten wir gemeinsam Darun. Wie schön, die Prazentorin der heulenden Finsternis hat uns also weiterempfohlen. So etwas kann man tatsächlich sagen, ja. Nun, wie ich das sehe, müssen wir im Grunde alle nur tun, was wir tun. Ihr müsst nichts weiter tun, als uns zu ignorieren und gehen zu lassen, da ihr ohnehin schon zu wissen scheint, dass das, was wir vorhaben, in eurem Sinne ist. Das ist so richtig. Wir werden euch ziehen lassen. Wir bieten euch nur Hilfe an. Hilfe, Information, Geschenke. Alles, was ihr bekommen wollt und was wir euch geben können, soll euch gehören. Nun, Hilfe ist immer gefragt und Information genauso. Ich bin mir nicht sicher, ob wir euer Präsente zu schätzen wissen. Und alles, was ihr im Gegenzug wollt, ist, dass wir tun, was wir sowieso gerade tun? Darun hat einen alten Zaubermeister befreit, der längst hätte begraben sein sollen. Und mit seiner Hilfe, Mit seiner Hilfe haben sie Bahamut befreit, der lange vor seiner Zeit begraben und vergessen ward. Bahamut ist keine Kreatur, die meine Herren erschuf. Bahamut ist ein Wesen, was die Götter quält und tötet. Und auch Krypta wurde von seinen Fängen angegriffen. Aber sie war die einzige, im Gegensatz zu ihren Brüdern oder ihren Schwestern, die etwas tun konnte und ihn in einen Hinterhalt lockte, ihn begrub im Nähr. Erklärt mich doch einmal auf, welche Brüder und Schwester meint ihr? Die Namen der beiden Verräter spreche ich hier nicht aus, aber sie herrschen nun über die Wasser, dort oben auf Aventurien. Und ihr bezeichnet eure Herrin als Göttin, ja? Das ist sie, immer noch. Sie musste fliehen. Ich vermute, ihr wisst warum. Habt ihr doch eigene Recherchen dort oben angestellt? Nun, nach sagen allem, wir was eher, ich dass man weiß. Uns verzeiht, Zulamin. Sprecht. Nun, nach allem, was ich weiß, wollen die Götter die Schöpfung schützen. Und ich habe die blutige See gesehen. Was sagt ihr dazu? Die blutige See. Der Herzog in der Tiefe liegt viel daran, dass die Lebewesen so gedeihen können, wie sie mögen. Wir hegen keinen Groll gegen Delfine, gegen Fische, gegen Wale. All diese Lügenmärchen stimmen nicht. Sie kontrolliert das Unwasser.
Es existierte bereits vor ihrer Geburt. Sie kann nichts gegen es tun. Sie bedient sich nur ihrer, nachdem sie verstoßen wurde. Und das Unwasser gehört genauso wie das elementare Wasser zusammen. Ist das richtig? Weiß ich da was? Oder ja, lügt er uns gerade an? Also, du kannst in seinen Augen nichts mit Lüge erkennen, aber... Er ist ein Dämon, du musst nicht würfeln, um zu wissen, dass er dich anlügt. Du musst ja eine Klugheit von größer 3 haben. Ich habe eine Klugheit von 17. Aber mir geht es gerade darum, dass ich der Magiekunde Spezialisierung Elementarismus habe, ob es die Unelemente gleichzeitig mit den Elementen gab oder ob die erst später dazu gekommen sind. Das ist höchstwahrscheinlich richtig, ja. Also du hast einfach wenig Wissen über die Unelemente, aber das klingt schon mal. Also die Perversion, dafür braucht es ja keine Götter, die dann in den gegen alveranischen Stühlen sitzen, also die Erzdämonen. Das ist richtig, aber es war halt die Frage, was Boltax hier genau weiß, weil. Ne? Es klingt zumindest nicht gelogen. Du hast es so hast du es einfach bisher noch nicht betrachtet. Nun, warum lassen wir nicht die Schuldzuweisungen einfach mal stecken und konzentrieren uns aufs Geschäft, Sagt der Ventilio mit einem nervösen Blick über die Schulter, wo angeblich irgendwelche Dämonenhaichen anrücken, die er vermutlich noch nicht sehen kann. Schließlich ist unsere Zeit kostbar. Nun, mir ist schon klar, dass ihr nicht gegen die Götter selbst ziehen werdet, gegen ihre Brüder. Und dazu würde ich euch auch gar nicht auffordern. Ich will nur dafür sorgen, dass ihr erfolgreich im Kampf gegen Darun seid. Und gegen Mordal. Mordal. Den verlorenen Zauberpriester aus einer anderen Zeit. Nun, war er denn einer der euren? Und wie kommen wir ihnen bei? Habt ihr hilfreiche Hinweise? Denn ich bin mir sicher, wenn dem so war, könnt ihr uns mit einem wahren Namen versorgen. Und wir machen den Rest. Nein, Morda ist keiner von uns, war er nie. Er ist aus Vajat wiedergekommen, aus dem untergegangenen Kontinent von Lamaria. Am Ende des 9. Zeitalters ging sie unter. Dort herrschte auch meine Herrin mit ihren mächtigen Drachen, mit ihren Zauberern und den Hohepriestern. Aber Morda sorgte dafür, dass dieser Kontinent unterging. Ich habe Morda gegenübergestanden und Worte mit ihm gewechselt. Er scheint nicht an die üblichen Beschränkungen gebunden zu sein, denen Zauberkundige gewöhnlich unterliegen. Das ist richtig. Er ist so etwas, was ihr einen Freizauberer nennt. Was also schlagt ihr vor, dass wir gegen einen solchen tun sollen? Nun, ihr meistert selbst die Elemente und die Unelemente. Nun, das wäre eine sehr gute Möglichkeit. Ich habe ja schon angesprochen, dass wir vielleicht den Schlüssel des Wassers suchen sollten. Hat er sonst irgendwelche Schwächen, die man ausnutzen könnte? Nun, er hatte einen marischen Körper, aber den hat er abgestreift. Es wurde lediglich sein Geist beschworen und in einen anderen Körper gebannt. Er ist sicherlich auf seinen Körper angewiesen und ein Körper kann bluten und vernichtet werden, aber solange er von Wasser umgeben ist, ist er wohl höchstwahrscheinlich nicht sterblich. Aber wenn wir seinen alten Körper finden, könnten wir unter Umständen seinen Geist hineinbinden. Und das mit dem Wasser wird nicht das Problem. Wasser lässt sich verdrängen. Nun ja, er kontrolliert auch das Wasser. Wenn ich die Ausführung dieses werten Dämons richtig verstanden habe. Deshalb brauchen wir den Schlüssel des Wassers, Abelmir. Wo wollt ihr ihn dann finden? Nun, das weiß ich nicht. Habt ihr einen Hinweis? Nein. Lamaria ist untergegangen, aber Vajat existiert weiterhin. Fex hat zwar einen Schlussstein auf die Stadt geworfen, aber die Kreaturen dort unten existieren noch immer und sie halten die Treue. Nicht alle. Aber ihr könnt sicherlich mit ihnen reden. Handelt mit ihnen ebenso. Auch sie haben ein Interesse daran. Zumindest einige haben ein Interesse daran, dass der Ruhm vernichtet wird. Will er doch ebenso die Kontrolle über Vajat zurückerlangen. Am Ende des Tages wird höchstwahrscheinlich auch der Ruhm von dem Zauberkönig Morda betrogen werden.
Vernichtet beide und vernichtet Bahamut. Und wenn ihr Geschenke braucht, ruft und euch wird geantwortet. Sie sind umsonst. Dann sagt mir, wenn ich hier rufen muss, wenn ich euch handhaben möchte. Er nickt. Und du siehst, wie sich in deine Hand Zeichen einbrennen. Ich versuche, keine Grimasse zu schneiden und nicke ihm ebenso zu. Es tut nicht einmal weh. Wir werden voneinander hören. Werden wir. Ach so, und wenn ihr hier raus wollt, das Korallenportal steht noch und eure Mutter der Käfer wartet. Aber ihr habt eure Käfer nicht gegessen. Nun ja, sie waren nicht besonders wohlschmeckend. Meiner ist mir wieder aus dem Mund gekrabbelt. Das Verzehren von dämonischer Materie erschien mir sehr unprofessionell. Ihr könnt sehen, wie sich aus dem Strand, aus dem fleischigen Sand vor euch vier Käfer herausschälen, die dort euch anblicken und warten, jeweils vor Abelmir, vor Serpentilio Diamantes und vor Beutax. Du willst mich doch verarschen. Schon wieder? Er krabbelt jetzt aber nicht aus meinem Mund, oder? Die Alternative wäre, wenn ihr durch das Korallenportal schreitet, dass ihr in die Sphären des Schänders der Elemente gelangt. Inferno wartet auf euch. Nun, dies geht es doch zu vermeiden, nicht wahr? Aber woher sollen wir wissen, dass das nicht auch eine Lüge ist? Wir werden es in Betracht ziehen. Eine letzte Frage noch. So was viele ihr wollt, Zulamin. Was will Darum Palligan? Was ist ihm so wichtig, dass er es wagt, die Herzogin zu verärgern, indem er diese beiden anderen Kreaturen zurück in die Welt gebracht hat? Was wollte damals Rassasor? Seine Seele zurück. Kontrolle. Er war ein Drax. Er will sich den Tentakel entledigen, den Charybdorot vor langer Zeit um seinen Hals geschlungen hat. Er will sie betrügen, verraten. Ein weiteres Mal. Er war ihr Sohn. Sie hat ihm alles gegeben. Ein Leben geschenkt. Macht. Und er verrät sie, betrügt sie und steckt ihr ein Dolch in den Rücken. Wie damals ihre beiden Brüder. Als sie aus Alvaran verdrängten. Und da liegt der Zahn im Schilfgras. Seht ihr, ich wusste doch, am Ende wollt ihr etwas ganz Vernünftiges von uns haben. Nun, ich bin mir sicher, Kapitän, wir werden uns der Sache annehmen. Nun ja, in der Tat, das war unser Bestreben von Anfang an. Aber ich bin nicht sicher, ob ich die tiefe Tochter als Verbündete haben will.